Einen wunderschönen guten Morgen. Meine beiden sind gerade nach einem langen Kampf mit der Kurzen auf den Spielplatz gegangen, aber nicht allzu lange. Und ich versuche jetzt in der Zeit schnell mal ein Kerzenvideo zu drehen. Und zwar meine Kerzen-Neuzugänge der letzten Monate. Und ich habe mir gerade die Haare gebändigt und zwar mal anders als sonst, ein bisschen geordneter, mit Struktur dahinter. Und ich habe einen Pony. Glaubt ihr das? Ich weiß nicht, warum ich einen Pony habe. Ich habe mir keinen schneiden lassen. Mir sind nach der ersten Schwangerschaft hier vorne so viele Haare ausgefallen. Hat man bei mir nicht so krass gesehen, weil ich so dicke Haare habe. Aber ich habe es halt gemerkt. Und die wachsen ja jetzt alle nach. Und scheinbar ist es dadurch zustande gekommen. Ich habe die ewig so nicht mehr geglättet, dass die Haare hier vorne waren. Und ich habe einen Pony. Ich sehe aus wie... Ach du Schande. Jetzt überlege ich, was ich mit dem machen soll. Naja, glätten, ne? Da bleibt mir ja jetzt nichts anderes übrig. Oh mein Gott. Ich habe einen Pony. Da. Wo kommt der denn her? Ich meine, ich habe sie vorne immer ein bisschen kürzer, aber den habe ich mir definitiv nicht schneiden lassen, weil ich seit vor den Malediven, und das war im März, nicht mehr beim Friseur war. Und seitdem sind meine Haare so ein Stück gewachsen. Da hätte ich mir die Haare hier vorne ja scheren lassen quasi. Also krass. Aber ein Pony. Ich finde das krass. Und hier absolutes Chaos, das ich noch beseitigen muss in diesem Laufgitter. Oh Gott. Ja, egal. Jetzt habe ich halt ein Pony. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich mir die Haare einigermaßen ordne, dass ich schnell dieses Video machen kann, weil das ist so... Ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen soll. Oh Gott. Ich bin jetzt so der Pony-Typ. Ich habe nicht so eine hohe Stirn. Es ist irgendwie... Weiß ich nicht... Ich bin jedenfalls ziemlich baff, dass ich einen habe. Das macht es mir jetzt im Winter natürlich wieder, wenn die Luft feucht wird, sehr einfach. Ne? Wenn der Pony, der bei mir ja nie glatt bleibt, in der Länge, das wird so Hammer aussehen dieses Jahr. Also ich werde wieder nur mit Mützen unterwegs sein. Okay, falls sich dann jemand fragt, warum ich die Haare immer so zurücknehme, das ist der Grund. Okay, ich werde mal loslegen, damit das überhaupt noch was wird. Ich muss uns mal filmen. Was? Wie wir hier sitzen und du jeder... Du hast angefangen. Wie wir hier sitzen und jeder auf sein Handy schaut. Du hast angefangen. Du wolltest ja mit mir nicht mehr reden. Endlich schweigt sie. Quatsch. PSL. Großer PSL. Geier. Schon ausgetrunken. Was, du bist schon fertig? Boah, bist du ein Geier. Ich genieße den in Ruhe. Was suchst du gerade? Für unsere Akten als Paar. Wir sitzen hier, trinken Kaffee, jeder guckt auf sein Handy. Er guckt nach was, ich gucke nach der Toni-Box. Nach 35 Jahren Ehe. Muss das so sein? Du hast angefangen. Ich wollte mit dir kommunizieren. Kommunizieren? Ich habe dich was zu deiner komischen Pflegeserie gefragt, dass es noch dieses Divine gibt. Aber nein, du redest ja nicht mit mir. Er möchte doch nur seine eigene Stimme hören, weil er heiser ist und sie gerade so schön tief klingt. Ich klinge immer so, klar, immer. Ja, natürlich. Außer wenn sie mich mal wieder bei den Eiern packt, dann nicht, dann rede ich höher. Gehen wir noch zu DM und machen eine Tüte voll, oder? Mhm. Nur meine Haarfarbe. Naja, ich trinke jetzt meinen mit Genuss aus. Toni Box in Grau. Passt überall rein. Oder in Pink. Ist fröhlicher. Was ist deine Meinung dazu? Zu was? Zur Toni-Box. Welche? Welche lassen wir uns schenken? Hallo? Ich hab grad zu tun. Womit? Ey, wenn es nicht die Toni-Box ist, interessiert es gerade niemanden. Antworte mir bitte mal. Was ist die Postleitzahl von Poppenhausen? 97490, warum? Hallo, welche Toni-Box? Pink, grau? Wegen mir. Grau-Pink. Viel besser wie gestern. Was
keine Hilfe. Ich weiß. Ist mir überhaupt keine Hilfe. Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ah. Oh, jetzt ist gerade angenehm, ne? Ja, sehr sogar. Jetzt ist schön. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Schön. Also gut, wir überlegen weiter. Ich habe die Tony Box mit diesem Creative Tony bestellt. In Pink, also vorbestellt für 79,95 Euro mit Vorbestellergarantie. Das bedeutet, wenn sich der Preis vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Lieferung erhöht, bekommt man es trotzdem für das Geld. Und wenn er niedriger wird, zahlt man weniger. Und ich hatte jetzt noch hier die 20% bei Thalia und dementsprechend habe ich für das Set jetzt 63 Euro bezahlt. Da kann man nicht meckern, denke ich. Dann habe ich mir noch einen Toni bei Thalia bestellt und zwar einen mit 30 Liedern drauf. 30 Weihnachtslieder, auf den habe ich auch Rabatt bekommen, habe jetzt 11 Euro bezahlt. Und dann habe ich bei MyToys noch bestellt und zwar die Toni Transporter Box in Pink. Und dann eben noch die Conny-Tonys. Also zwei Stück hatten sie da, einen gab es leider nicht. Ich habe jetzt auf dem Bauernhof neues Baby und Kindergarten-Seepferdchen. Conny backt Pizza, gab es jetzt leider nicht vorrätig. Kaufe ich noch nach. Dann habe ich den Gryffalo, das Gryffalo-Kind. Meine Mutter wollte noch den Maulwurf. Wer hat mir auf den Kopf gemacht? Und dann noch die 30 Lieblingskinderlieder, Geburtstagslieder. Genau. Und genau wie bei Thalia habe ich 10-fach Payback-Punkte bekommen. Also auf diese Bestellung habe ich jetzt 550 Punkte bekommen und auf die bei Thalia, ich glaube, 720 Punkte. Also hat sich gelohnt. Wieder was geschafft. Jetzt habe ich endlich alles bestellt. Wir haben nämlich dieses Jahr gesagt, wir beschenken uns gar nicht so krass. Wir wollen nicht so viele Geschenke machen. Ich glaube, mein Mann und ich, so ein paar Kleinigkeiten werden wir schon machen. Aber so an Heiligabend selber, so untereinander, wollen wir eigentlich uns auf die Kinder konzentrieren. Und ansonsten darf jeder dem anderen ein Geschenk machen, das nicht mehr gekostet hat als 5 Euro. Finde ich eigentlich ganz witzig. Und für die Kinder gilt es natürlich nicht, klar. Und wir machen natürlich für die Kinder auch noch mehr. Also jetzt für Annabelle, für Hannah ist das dieses Jahr natürlich noch nicht so relevant. Aber für Annabelle schon, dass sie was zum Auspacken hat. Aber das Hauptgeschenk, also die Hauptgeschenke sollen dieses Jahr wirklich die Tonys sein. Die Toni-Box und die Tonys. Und ich habe erstmal jetzt dieses Starter-Set vorbestellt. Die gibt es ja jetzt neu mit den Creative Tonys. Nicht mehr mit dem Löwen, sondern dem Creative Tony. Und ich habe echt überlegt, grau oder pink, ne? Grau, pink, grau, pink. Aber ich muss echt sagen, die war mir in grau zu deprimierend. Das, Vielleicht später dann, wenn Annabelle etwas älter ist, kriegt sie vielleicht eine graue und Hannah die pinke. Aber für jetzt war mir das einfach, das war mir zu düster. Also, nee. Auch dieser Creative Tony in grau, der hat mir nicht gefallen. So, deswegen habe ich die jetzt bestellt. Bei Thalia dazu noch den Toni mit den 30 Weihnachtsliedern, so ein Pinguin. Habe ich auf beides 20% bekommen, also insgesamt 18 Euro Nachlass. Habe jetzt 11 Euro für den Toni und 63 für die Box bezahlt, das ist okay. Und ich denke, günstiger wird die auch nicht. Und sonst hatten sie leider bei Thalia kaum Tonis online, das ist echt schade. Den habe ich dann bei MyToys bestellt und habe halt die Connys genommen, weil Conny ja so relevant ist bei uns, und den Gryffalo. Und nochmal die 30 Geburtstagslieder und ansonsten erstmal gucken, wie die Box jetzt ankommt. Das sind jetzt erstmal die Sachen, von denen ich weiß, dass ihr sie toll findet. Das probiere ich jetzt erstmal aus. Jo. Und das teilen wir uns auch. Also meine Eltern wollen das Starter-Set kaufen, meine Tante will die Transportbox kaufen, die Schwiegermutter will ein paar Tonis kaufen, wir wollen ein paar Tonis kaufen. Also ich habe das jetzt alles erstmal bestellt und dann darf ich die Knete einsammeln gehen. Ja. Ja, schön. Freue ich mich, dass es auch erledigt ist. Das MyToys-Paket ist, glaube ich, schon bald da. Thalia wird natürlich noch ein bisschen dauern, weil die jetzt vorbestellt waren. Ich glaube, Mitte Oktober oder so kommen diese Boxen und bis dahin werde ich wohl noch warten müssen. Ja, bin ja mal gespannt, wer mehr damit spielt. Ich oder sie. So, ich werde jetzt baden gehen und ich werde mal diesen Body Scrub hier von Balea ausprobieren. Den habe ich jetzt erst relativ neu entdeckt. Und zwar ist das ein Kaffeepeeling mit Mandelblütenduft. Also bin ich ja echt gespannt. Es ist auf jeden Fall ein trockenes Peeling, also kein Ölpeeling. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe gerade schon dran gerochen. Riecht nach Kaffee und tatsächlich so ein bisschen mandelig. Also interessant. Und
optisch sieht es so aus. Wenn ihr das erkennen könnt. So sieht das Ganze übrigens aus der Nähe aus. Also ihr seht richtig trocken. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das jetzt in der Anwendung macht. Das erfrischende Peeling mit einer Duftkomposition aus zarten Mandelblüten und belebendem Kaffee spendet der Haut wertvolle Feuchtigkeit und pflegt sie auf sanfte Weise. Mehrmals wöchentlich mit sanft kreisenden Bewegungen einmassieren und mit lauwarmem Wasser unter der Dusche abspülen, auf dem feuchten Körper anwenden. Naja, ich bin mal gespannt. Gebadet wird heute übrigens damit eins meiner absoluten Lieblingspflegebäder von Kneipp. Vanille, Nelke, Orange mit Mandel. Liebe ich total, gerade in der Winter-Weihnachtszeit und heute habe ich da total Lust drauf. Wenn es nach mir ginge, könnte Rituals wirklich mal eine Pflege rausbringen, die genau so riecht. Richtig, richtig schön. Mit ins Bad kommt auch der Braun Silk Appeal 7. Tatsächlich habe ich schon den Neuner, aber irgendwie habe ich immer noch den alten hier im Bad und den werde ich heute auch noch benutzen. Und dann wird auch mal wieder schön epiliert. Autsch. Aber ich mag es gerne. Ich finde, es ist eine sehr tolle, effektive Methode, aber man freut sich immer so drauf, gell? Der Duft ist übrigens echt interessant. Es riecht nach Kaffee und gleichzeitig nach Mandelmilch und irgendwie auch blumig. Also echt interessant. Bin ja mal gespannt. So sieht das Ganze dann aus. Das ist schon ein sehr grobes Peeling. Allerdings löst sich das auch nicht auf. Also das bleibt grob. Ich habe das Gefühl, so ein paar kleine Kristalle haben sich aufgelöst, aber so diese Kaffee-Peeling-Teile bleiben. Macht halt eine ziemliche Sauerei, ne? Irgendwie. Ich finde es nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde mir das nicht nochmal kaufen. Und weg. Weg sind die alten Decken. Und? Fühlst du dich erleichtert? Immer. Um zwei Decken? Nein, die ganzen Dokumente, die wir jetzt demnächst zerstören. Super. Und wir haben unseren Tag so gut genutzt. Mit Scannen und Bügeln und Waschen und Decken entsorgen. Ja. Ja. Gehört dazu. Das gehört dazu. Auf ins Waffelhaus. Baby will Waffeln. Ja, Baby will Waffeln. Na, Baby mal. Will Waffeln. 19. Wir laufen jetzt davor, oder? Wir laufen jetzt. Hallo, schwanger, nicht tot. Ah ja, wir können ja berichten, dass sie das erste Mal bei deiner Mutter geschlafen hat. Und anscheinend hat es gut geklappt, bis auf den Anfang. Der Anfang war ein bisschen holprig. Da wollte sie nicht. Weil sie es nicht kennt. Aber jetzt hat es geklappt. Und was haben wir gemacht? Bügeln, scannen. Ja. Er scannt alle unsere Dokumente ein und ich bügel. Aber jetzt wollten wir mal raus, deswegen geht's jetzt ins Waffelhaus mit der Bahn. Weil ich noch gratis bei ihm mitfahren darf. Da kann man sich aussuchen, wie man seine Waffel gestalten möchte. Waffeln und Milchshakes sind bestellt. Na, schon Hunger? Ja. Was hast du für eine gehabt? Du hattest weiße Schokolade, Granatapfel, Heidelbeere. Ja. Was dann? Kinder Bueno? Und welche Soße? Weiße Schokolade. Nein, du hattest weiße Schokolade. Nee, Eis, dann kommt das Eis Mango, ne? Und ich hatte weiße Schokolade, Granatapfel, Erdbeer, Giotto und Haselnuss. Und unseren Milchshake kriege ich nicht mehr zusammen. Was war unser Milchshake? Haselnuss-Schokoladeneis mit Himbeeren und
Oreo? Ja. Das kommt gleich. Jetzt kommen die Waffeln. Die machen nämlich erst um 12 auf und wir sind heute wirklich früh da, weil da geht es noch. Beim letzten Mal war es ziemlich voll, aber wir dachten um 12, ziemlich direkt, geht es noch. Und tatsächlich super leer. Ja, nicht super leer, es fühlt sich gerade, aber haben noch einen schönen Tisch bekommen, mussten nicht anstehen, mussten jetzt nicht warten, die Waffeln kommen schnell. Super. Ja, und Annabelle ist das erste Mal heute bei der Schwiegermutter über Nacht gewesen. Hat auch ganz gut geklappt. Nur wollte sie gestern nicht dort schlafen. Erstmal, sie hat halt gedacht, wir holen sie ab. Das kennt sie so. Aber dann ging's und ja, jetzt ist sie den Tag noch da. Und heute Abend holen wir sie wieder nach Hause. Ja. Ich will auch mal mit ihr hierher gehen. Aber bisher, glaube ich, war das noch nicht so das Richtige für sie. Da hat sie noch nicht so das Sitzfleisch. Und sucht sich auch noch nicht so wirklich was aus. Aber wenn Hanna dann da ist, glaube ich, werden wir alle mal hierher gehen. Irgendwie, wenn man nicht so viel los ist dann in Frankfurt. Aber das machen wir dann mal. Deins wird gerade noch vorbereitet und geschrieben. Meins wird noch vorbereitet. Also ich sah gerade, dass dein Teller passt zu deinem Pullover. Ja. Hervorragend. Lecker, 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 lecker. Ah, die haben eben versehentlich noch Mango mit drauf gemacht, aber macht nichts. Oh, da kommt schon mal der Milchshake. Guckt euch das an, ein Kunstwerk. Lecker, 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 lecker. Möchte man gar nicht kaputt machen, gell? Hallo Kellner. Oh, Sünde? Wie kann das Sünde sein? Mmh. Oh, lecker. Die möchte ich am liebsten nur fotografieren und gar nicht essen. Tja. So, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und schmeckt sie? Ja. Ah, möchte man gar nicht. Man möchte die Kunstwerke eigentlich gar nicht kaputt machen, gell? Ich esse. Ich bin ein Mann. Du bist ein Mann, okay, ich nicht. Ich möchte die Kunstwerke am liebsten gar nicht kaputt machen. Ah. Es ist einfach zu lecker. Ich würde sagen, hat es geschmeckt? Ja. Man sieht's. So gut. Und für 16,60 Euro alles? Was hat der gekostet? 3,90. 3,90 und die Waffeln 6 Euro, kannst du sagen. So. Was Herzhaftes muss auch noch sein. So, Mittagessen. Was hast du? Chahan, gebratener Reis, Gemüse, Ei, Sojasprossen. Ich habe wieder meine Hähnchen in Erdnusssoße. Lecker, lecker, lecker.